64 Kilometer lang, zwei 8,1 Meter breite Tunnelröhren, Eröffnung 2026. Das sind die Eckdaten des aktuellen Leuchtturmprojektes der Europaregion, dem Brenner Basistunnel, der längsten unterirdischen Eisenbahnverbindung der Welt. Doch wie laufen die Arbeiten an diesem Megaprojekt überhaupt ab? Was passiert tagtäglich in den Stollen, die wir nur von außen immer wieder beim Vorbeifahren sehen? Diese und noch viele weitere Fragen werden in den BBT-Infozentren beantwortet. Neben Franzensfeste befindet sich ein solches in Steinach in Tirol, welches wir heute besuchen werden. Herzlich willkommen in den Tunnelwelten des Brenner Basistunnels. Hier machen wir eine Zeitreise von den ersten Römerwegen bis zum zukünftigen Brenner Basistunnels. Sie sehen aber auch, wie der Tunnel gebaut wird, welche geologischen Schwierigkeiten wir besiegen und wie das Gebirge von innen aussieht. Seit dem Frühjahr 2016 können die Besucher im Infozentrum in Steinach in 7 Tunnelwelten unter anderem hautnah erleben, wie der Tunnelbau funktioniert, welchen Einfluss Geologie und Umwelt auf die Konstruktion des Tunnels haben und in einem Schautunnel, welcher dem richtigen BBT nachempfunden ist, ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich im Inneren des Tunnels anfühlt. Wir befinden uns hier im Schautunnel, wo die Ortsbrust sichtbar ist mit den Bohrungen, in denen das Sprengmaterial eingefügt wird. Nach der Sprengung und der Schutterung müssen wir eine sogenannte Außenschale erstellen. Die besteht aus einer Bewehrung und einem Spritzbeton. Diese Außenschale bildet eine Art Bogen, damit das Gebirge stabil gehalten wird. Dazu gibt es Messpunkte, um die richtige Geometrie auch entsprechend einhalten zu können. Sowohl die Mineure als auch wir Techniker hoffen täglich, dass uns die heilige Barbara bei diesem Tunnelbau beschützt. Auf rund 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche stellt das Infozentrum in Steinach eine Schnittstelle zwischen BBT und der Bevölkerung dar. Trotz der Tatsache, dass das Projekt unterirdisch ist, soll es dennoch jedem möglich sein, einen Einblick zu erhalten und sich selbst ein Bild über die Arbeiten zu machen. Beim Brenner Basistunnels dringen wir in die Geheimnisse der Erdgeschichte ein. So können wir direkt durch den Erkundungs- und Hauptstollen die einzelnen Abfolgen der Sedimente erkennen. Diese Teile stammen aus einem früheren Meer, wo beispielsweise hier beim Zusammenstoß der geologischen Platten sich die einzelnen Segmente gebildet haben. Diese Rauwacke ist für den Tunnelbau ein sehr schwieriges Material, geologisch gesehen aber äußerst interessant. Die ganze Naturgeschichte können wir hier von vor 200 Millionen Jahren bis heute herauf durch den Bau des Brenner Basistunnels studieren. Hier sehen wir ein Modell der Mobilität, des Verkehrs. Intern ein System der Eisenbahn, wo kontinuierlich Personen und Waren transportiert werden. Außen herum, wenn ich sozusagen hier etwas Verkehr dazugebe, Fahrzeuge, Schwerverkehr, dann formt sich bereits bei einem kleinen Hindernis sozusagen ein Stau. Solche Staus erleben wir fast täglich auf der Brenner Autobahn, bei Baustellen, bei kleineren Unfällen. Die Tunnelwelten in Steinach in Tirol sind sicher alles andere als ein typisches Museum. Durch die abwechslungsreich gestalteten Räume und die Einbeziehung der Besucher durch interaktive Aufgaben sind die Tunnelwelten ein Erlebnis für Jung und Alt und das alles bei freiem Eintritt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.